Hallo und herzlich willkommen zurück zu Egge! 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 Mit Egel. Tani und einem zu Hause hauslosen Blub. Ja. Hi. Haben die Dieses Haus wird Klamotten von der an? Gewerkschaft nicht an. Gut. Deine Da Schuhe sehen hätten ein wir bisschen doch schon lustig aus, mal aber ist okay. das. Was? Was? Deine Schuhe sehen ein bisschen lustig aus. Kurze Stimmt. Hose, Tunika, ärmellos, weiße, aber die übelsten Winterboots an. Sieht ein bisschen lustig aus. Ja, Bong. also ich brauchte solche Markierzettel irgendwie, oder ich kann mal gucken, ob ich noch Guck welche mal, ob du welche habe. hast, ja. Und dann guck mal, wie weit das hier markiert ist alles. Ja, Nicht existent. wie könnte denn sowas aussehen, Tani? Das ist Wie so kleine Zettelchen. ich habe ein Claim-Tool. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Ja. Und dazu bräuchte ich so Zetteln. Zettel, Würde also etwas claimen ich habe dann. sehr viele Zettel, aber ich fürchte nicht die Zettel, die du meinst. Nein, ich sehe auch gerade nicht die. Nee. Ja, ich glaube, die sind weg. Es gibt jetzt ein neues System dafür. Geil, das ist ja Das großartig. Problem ist, also, dass die Sache ist. Ja. Wir müssten halt. Ich würde dir das da oben bauen wollen, da. Weil da kann man neu an. Also, da kann ich dir das von Grund auf aufhören. Du musst nicht erst irgendwas abreißen. Du kannst hier weitermachen eine Weile. Ja. Ist doch angenehmer, oder? Komm mal mit. Ich würde sagen, die oberste Erdschicht tragen wir ab, oder? Ja, muss ja eigentlich, ne? Sonst ist das Ja, ja. ja, ja, ja. Die können wir auch hier gerne hier an die Seite irgendwie dann ransetzen zur Not. Dass wir da irgendwie die dann Also schon mal auf den diese Weg hier Schicht hier hochbauen können. quasi, dass die dann irgendwie erstmal keiner hier Die hier, runterkommt, oder? ja. Dass quasi hier so diese obere darunter einfach kommt, genau. Damit kannst du das Plateau hier ein bisschen erweitern, sozusagen. Und später können wir dann noch Rampen machen, dass du richtig per Weg hier hoch kannst. Ich steck mal ganz kurz neues Bauholz an. Kannst Wir du denn bauen dir diese erst. Zettel machen oder wie macht man die jetzt? Ich hab schon mal dieses Teil für die Zetteln, denke ich, für die Zetteln gecraftet, also diese Werkbank. Ich Ja. habe auch noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist Kann mal gut. kurz gucken. So. Ich fange schon mal an, eine Erdschicht abzutragen für das neue Haus. So, das ist Settlement Crafting Table. Ach du Scheiße. Ja. Aber du hast dir doch schon mal solche Dinger gemacht, oder? Nein. Oh. What the fuck? Okay, also ich sehe noch nicht, dass wir uns hier erweitern können. Warum? Also Sehe kann ich ich einfach noch wieder nicht. aufhauen? Aufhören, nicht aufhauen. Ich habe jetzt dieses Settlement Crafting Table gesetzt, ne? Wo ich mir Ja. dachte, so, da kann man so Beanspruchungsdinger. Ja, kann ich nicht, aber ich kann dort neue Dinge, also neue andere Werkbänke machen, womit das dann wahrscheinlich geht. Da gibt es aber ein paar Probleme. Okay. Ich lese dir mal ganz. Setz dich. Setz dich mal ganz kurz irgendwo hin. Ich schaufel Setz dich Erde ab. hin, guck auf den Ozean. Atme einmal, zweimal tief ein, bitte, und einmal tief aus. Also kriege ich kein Hausbonus erstmal, okay. Warte erstmal. Mach mal, setz dich mal irgendwo hin. Ich Lass baue deinen Text Erde ab. halten. Ja, hör mal ganz kurz auf. Mal, beruhig dich erstmal. Du musst beruhigt dafür sein. Ja, Moment, Moment, hier, Du musst zack. beruhigt dafür sein. Ja, okay. Atme erstmal ein, zweimal tief ein, tief aus. Nimm die Luft in dich auf. Fahr dich runter. Stell dir einen Ort vor, wo du jetzt gerne wärst. Wo es richtig schön ist. Und Im halt diesen Bett? Gedanken Nein. fest. Wenn das dein Ort ist, dann ist es dein Ort. Also, ja, ich kann eine Amtsverwaltung machen, ich kann einen Außenposten craften, ich kann ein Botschaftsbüro craften, ich kann eine Einwanderungsbehörde craften, ich kann ein Einwohnermeldeamt craften, ich kann ein großes Gericht craften, ich kann ein Hauptamt craften, ich kann ein kleines Gericht craften, ich kann ein Planungs- und Bauamt craften, ich kann einen Sternografietisch craften, ich kann einen Tisch der Verfassung Sternografie. craften, einen Verfassungsänderungstisch craften, eine Wahlurne kann ich craften und sogar einen Wahlvorhang kann ich hinstellen. Ich habe auch einen Steuertresor, könnte ich machen, theoretisch.
Das gibt's aber nur in demokratischen Ländern. Das ist ja hier für uns nicht relevant, diese Wahlurne. Das Problem ist, ich habe keine, also für den Außenpostentisch, wo ich jetzt. Das habe ich in der Schiffsschrift auch gesehen. Außenposten. Außenpostentisch. Also, das, was wir dafür brauchen, wäre eine Glaslinse, Eisenbarren, Papier. Sehe ich irgendwie nicht so richtig. Glasverarbeitung habe ich noch nicht mal. Und das Ding ist, wo könnte man jetzt am ehesten die Dinger craften? Oder herbekommen? Botschaftsbüro? Nein. Da bräuchten wir Kupferbarren und Goldbarren für. Aber Außenposten klingt doch auch falsch, wenn man quasi sein Gebiet erweitern will. Eigentlich schon. Amtsverwaltung. Eine Amtsverwaltung ermöglicht die Erstellung von gewählten Titeln, welche spezielle Rechte gegeben werden können. Was? Okay, das crafte ich, das klingt cool. Amtsverwaltung. Ich mach mich zur Herzogin, das wird super. Vielleicht einen Titel vergeben. Aber Moment, es muss doch eine Möglichkeit geben, für neue Spieler diese Teile zu craften, die wir am Anfang hatten. Ja, irgendwie. Die Frage ist, wie? Ich habe keinen blassen Schimmer. Planungs- und Bauamt, das klingt doch nach der Richt, ermöglicht das Erstellen von Distriktkarten, welcher ein Set von Bezirken definiert. Nee, das klingt auch falsch. Ich craft das auch mal. Leute, ich kann auch ein kleines Kanu bauen. Einfach so. Das ist hier in dem Standardding drin. Siehst du? Ach, dann ist das andere ein großes Kanu. Ach ja, stimmt, da stand ja auch großes Kanu. Oh, hier, Settlement Crafting Table, der ist doch hier. In dem Standardding. Settlement Crafting Table? Ja, das habe ich gesetzt. Da kann ich das ganze andere Zeug jetzt drin machen. Ach so. Oh, okay. Ja. Das ist ja mein Problem. Da gibt's nicht diese stinknormalen Zettel. Nein. Ich habe auch ein Registrar. Was ist mit einem Baupfosten? Baupfosten? Ich kenne nur Vollpfosten. Was Tani? Ist ein Tani, ich warne dich, wenn du irgendeinen Witz. Entschuldigung. Wenn du irgendeinen Witz bringst, der mit Baupfosten und Blub zu tun hat, ne? Dann ist er. Was habe ich? Ich baue jetzt einen Baupfosten, Tani. Tani, ich warne dich. Ein Wort. Nein, ich trinke einen Schluck Energy, ist alles gut. Was denn? Ja, guck mal, okay, sag. Nee, ist alles gut, ist alles okay. Ich baue jetzt einen Baupfosten. Titel, die du. Tani, was ist dein Problem? Ich möchte nochmal betonen, ich baue jetzt einen Baupfosten. Oh Gott. Mika, ich baue einen Baupfosten, hilf mir. Tani, hast du etwas gegen meine Pfosten? Nein. Hab ich nicht. Das ist dann so witzig. Ich weiß aber, wohin bin. Jetzt warte mal ganz kurz, ich mache hier irgendwie. Warum? Wichtige Weil Dinge. Ich einen Pfosten baue? So, ich habe jetzt hier meinen Pfosten, Tani. Und ich gehe euch jetzt auf diese Fläche. Das ist doch so schön, wenn du glücklich bist. Jeder Mann sollte glücklich mit seinem Pfosten sein. Hier, platzieren. Zack. Oh, das ist einfach nur so. Oh, scheiße, das ist einfach nur so ein Ding. Hä? Das Bild ist ein ganz anderes. Das Bild war ein Baustellenschild. Jetzt steht hier so ein komischer Holzpfahl im Boden mit so zwei gelben Drecksdingern, ey. Aha! Das ist auch alles Quatsch, ey. Aha. Ich bin hier nur Blödsinn. Moment, das ist alles Moment. Hier stand gerade was. Dieses Grundstück grenzt nicht an. Moment, das muss an Blubstadt angrenzen. Da kann ich das Ding benutzen. Wo ist denn Blubstadt? Du hast eine Stadt, ist ja krass. Wo ist denn Blubstadt? Ich will auch eine Stadt haben. Hier, Blubstadt. So. Dieses Grundstück grenzt an Blubstadt an und kann beansprucht werden. Hä, wie jetzt? Okay, wie hast du das gemacht? Unbeanspruchtes Grundstück. Gibt's die Zettel gar nicht mehr? Ich schreibe jetzt was. Schreibst du? Warte, ich will auch sehen, Was schreibst du? Wie geht das? Wie macht das? Warte, was steht da gerade? Hat bereits das aktuelle Maximum von 0. Was habe ich? Blubstadt hat bereits das aktuelle Maximum von 0 Parzellen. Add more clay papers to increase max. Das ist das Problem. Wo kriegen wir die her? Das ist ja das Problem. Genau das. Die Dinger sind das Problem. Jetzt habe ich doch einen Baupfosten hingestellt und der macht nichts. Ah, Alter, boah. Alles gut. Ich gucke nur den Baupfosten zu, wie er den Pfosten. Boah, Alter, weißt du, ganz ehrlich. Entschuldigung.
Also so geht das jetzt auch nicht, ja? Sehe ich das richtig? Gott, ich krieg kein Haus. Okay, also wie ich. Nee, ich kann dir ein Haus bauen. Das Problem ist, ich weiß dann nicht, ob du dann das ganze Zeug da drin benutzen kannst. Weil ja, das nee, ja wahrscheinlich nicht. Zählt. Das ist so beschissen. Okay, ich probiere was Neues. Irgendwie müssen wir uns mit die Zettel. Was? Wie groß? Ach du Scheiße. Ja. Bitte, ich kann mich hier hinsetzen. Gemeinschaft. Bürgerliche Aktion außer Funktionen wegen ungültigen Status. Erlaube bürgerstaatliche Aktionen durchzuführen, die sie ihre Regierung auswirken. What the shit. Ich glaube, ein großes Kanu brauchen wir jetzt noch nicht zwangsläufig, oder? Nö. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich bin davon ausgegangen, dass wir es ausbauen. Scheiße, Mann. Kannst du dir auf Knopfdruck irgendwie so ein episches Willkommen im Weißen Haus-Intro anmachen und mal zu mir kommen? Was? Willkommen im Weißen Haus-Intro? Was? Ja, so ein fettes Intro. Wo man genau weiß, so, okay, alles klar. Du meinst so britisch-königliche Musik oder was? Richtig, richtig, so, richtig. Dreh dich mal um und du singst dann, okay? Dreh dich mal ganz kurz um. Guck mal in die andere Richtung, bitte. Richtung Straße runter. Guck mal, ja, guck mal Richtung Straße runter, bitte. Und nicht gucken. Ich sag dir, wenn du gucken kannst, dann machst du die Musik, okay? Oh Mann, ey. Wir machen halt hier nur Scheiße, ey. Jetzt düdel mal die Musik. Jetzt komm mal zu mir. Dreh dich um. Was ist das denn hier? Was? Das ist jetzt ein Joke, oder? Wie viele Sterne willst du haben? Ja. Willst du die USA gründen oder was? Was ist das denn hier, ey? Nein, wir sind besser. Und was sind wir? Weiß ich noch nicht. Was ist das denn für eine Kacke, ey? Ich wollte es angucken. Ach so, Entschuldigung. Ja, das geht nicht, weil es muss ja drinnen gebaut werden. Das braucht so viele Sterne und ich kann das gar nicht. Ich habe keinen Platz. Ich bräuchte mehr Haus und es ist anstrengend. Okay, Tani, wie wär's mit Plan B? Das Haus, was schon da ist, irgendwie Stück für Stück verbessern, ohne dass es kaputt geht. So, warte mal, ich hab also hier ich noch kann was. Ja erstmal, so. Okay, Moment. Warte. Vielleicht kann ich das hier machen. Ich hab einen Plan, Tani. Warte mal. Die Verfassung, globale Siedlung, Verfassung, Entwurf, Stadtrechte, leeres Feld. Was wollt ihr von mir? So, aktive warte. Distriktkarte. Was? Distriktkarte? Wieso? Was geht's? Plan. Bauamt, ich will nicht. Warte, ich muss das kurz weglegen. Das macht mir Kopfschmerzen. So. Ich mach schon mal. Ich ersetze jetzt gerade hier ein paar Sachen durch Fenster und gucke, ob sich etwas verändert. Wahrscheinlich nicht. Weil das nicht ansatzweise ausreicht. Tani, wieso bist du so pessimistisch? Warte mal. Wieso kann ich jetzt nichts mehr rein? Was ist das hier für eine Scheiße? So. Das Ding ist, du müsstest mir dann wenigstens sagen, wie groß ist denn das Gebiet, was du beanspruchst als dein Gebiet? Von wo bis wohin geht denn das? Ja, so vielleicht ein Drittel vom Haus oder so. Hä, wie? Ja, laut dieser Anzeige eben war das nicht so viel. Hä, wie, warte mal, dein gesamtes Haus ist nicht mal innerhalb deines Hoheitsgebiets? Tani, das ist Diplomatie ist kompliziert. Dann zählt das hier auch nicht als dein Haus. Natürlich, das ist doch auf meinem Grundstück. Ja, nur zur Hälfte. Was mit einer Hälfte? Ja, Gemeinschaftswohl. Da müsstest du wahrscheinlich dann da eine Wand ziehen, wo die Grenze ist. Damit das wieder als dein Haus zählt, der Innenteil. Ich habe jetzt ein paar Fenster gebaut. Ich finde, es sieht voll schön aus, aber ich kriege hier nichts angerechnet. Guck dir an, wie schön diese Fenster sind. Du kannst richtig reingucken. Ey, guck, wie das sieht doch voll geil aus. Gibt's eigentlich sowas wie eine Abrissbirne oder sowas? Ich finde, das sieht schon gleich viel wohlig aus mit den Fenstern. Aber das Spiel gönnt mir einfach nichts. Ich habe mir echt Mühe gegeben mit diesen Fenstern. Also ich hab's versucht, Wo geht denn die Grenze für dein Haus lang?
Also, es fängt quasi hier an, Tani. Ja. Und geht bis hier. Ja. Und in die Richtung geht es bis hier. Soll ich verarschen? Also. Da brauche ich einen Schluck Energy. Also quasi müsste man dein Haus abreißen und genau in diesen Bereich bauen. Aber warte, in den drin sehe ich zum Beispiel noch. Hey, lol. Boah, Alter. Ey, Tani, warte, 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 warte. Ich muss dir noch was zeigen. Diese äußerste Ecke hier und diese äußerste Ecke sind gerade noch mit drin vom Tisch. Deswegen gehen die Also, auch. ja, und der Rest Aber ginge dann nämlich geht gar das hier nicht. dann gar nicht? Doch, hier, der Amboss geht auch noch. Aber der war nicht Du mehr mit hast hier drin nicht mal einen eigentlich. Boden reingezimmert. Du wunderst dich, warum du auch keine Boote hast. Ja, Und das das zählt ist ja doch eh nicht direkt mehr zu meinem hier und um. Grundstück. Jetzt doch egal, Tani. Tani, was ist denn los, ey? So. Okay, warte. Ich Okay, muss warte. mal gerade den ganzen Warte, du Lehmjahr kommst jetzt planen, her. ey. Komm her. Komm Ich her. muss leben. Stell dich mal Ich hier hab rechts an die Blumentöpfe, die Ecke, sind wo doch das bestimmt für ist. dich, oder? Blumentöpfe, Nein, die habe Tani. ich dir gegeben, damit du das dekorieren kannst. Aber du Oh. hast es ja nicht. Hä? Das ist, wie Die du habe doch ich direkt gebaut. gesagt hast. Ach so, danke schön. Ich bin Du erschrocken, sagst mir ich das wollte ja dir. auch nicht. So, ja, ich habe hier Blumentöpfe gebaut. Nee, kommt ja auch nicht Sie jetzt. dir rein! Alles gut. Wo stell dich mal auf den Block, was die äußerste Ecke von deinem Gebiet ist. Wir machen jetzt einen Kahlschlag. Hierher. Hierher. Stell dich hier in die äußerste Ecke von deinem Gebiet. Ja, mach ich doch. Nur so? Ach du Scheiße. Das oder? Okay. So, jetzt die andere Seite. Darüber. Wo ist die äußerste Ecke von deinem Gebiet? Warte, Moment, Moment. Ja, Moment, das übermalt sich hier permanent. Alter. Okay, es müsste das hier sein. Das? Sicher? Ja. Gut. So. Wo ist die andere Ecke von deinem Gebiet? Du hast ja gar kein Gebiet beansprucht. Ja, das wär jetzt hier zwischen so, also. Hier dazwischen, so. Also Also hier, das wo. hier quasi, der Block. Warte, ich Der kann hier. das Ding ja mal hier gerade wegmachen, Moment. Mach mal weg. Und wo das andere noch weg. Nee. Nee, gut, geht. Alles gut, geht. So, Warte, das passt das? ist maximal die Grundfläche. Ja, und dann da hinten halt, also die Finalecke wäre dann da hinten das eine Lager. Was? Finalecke, das eine Lage? Ja, Warte, das sind jetzt wo drei geht's? Ecken von dem Kasten. Das heißt, ne, das letzte Naja, wäre halt da hinten. die andere Ecke ist quasi da drüben. Direkt dasselbe. Du hast aber so ein Viereck quasi. Also, da ist nicht nochmal irgendwo eine Beule drin, oder? Naja, Musik. komischerweise sehe ich, dass. Ach, nee, hä? Warte mal. Nee, also, komischerweise gilt hier innen drin mehr als hier außen jetzt. Also, das sind jetzt so die Außendinger. Im Haus ist halt noch mehr. Aber halt nur im Haus drin. Also bis zum Forschungstisch und bis zum Schmelzofen. Okay. Also, das macht ja Hörst dann du mir quasi jetzt? so einen Knick und Look. dann geht das Look. irgendwie hierhin. Komm mal her. Komm Hilfe, mal, ich habe zu Angst. mir. Komm mal zu mir. Ich habe Komm mal Angst. her. Also, wir machen das jetzt wie folgt. Wir setzen dir jetzt ein Stück hier hinten. Da. So ein Lager hin. Da Nein, schiebst du nein, nein, erstmal nein, nein. Krimskrams von hier rein. So diese Dinger hier, ne? Das ist das Wichtigste. Erstmal die ganzen Werkbänke, das Mann, ich bin ganze hier am Zeugs hier. Arbeiten. Wir machen Fortschritt. Der Schaufel auf dem Kopf, Alter. Ich muss. Du wolltest doch noch Es Kerzen. Ich wird kann die bald alles Kerzen nicht nicht mehr machen. funktionieren. Ich muss jetzt sogar da drüben schon die nächsthöhere Baustufe reinpacken, weil die Dinger nicht mehr funktionieren. Und ich habe ein Sägewerk, was so groß ist wie dein Haus. Das steht in meinem Keller. Was hast du? Da unten ist ein Sägewerk in meinem Haus. Das ist so groß wie deins. Dein komplettes Haus. Und damit das funktioniert, muss da halt ein großer Raum sein. Und der muss auch dementsprechend, ne? Das funktioniert nicht. Ja, großer Raum, das geht ja schon nicht. Ja, doch. Da wird ein Hochhaus. Breit geht ja nicht. Also, du musst nur in die Höhe gehen. Oh nein, Das da. geht nicht anders. Das geht ja nicht anders. Wir können ja nur in die Höhe gehen bei dir. Es geht ja nicht anders. Also, willst Oder du wir grimmig gucken, halt die gucken Gusche. nach dieser Folge, wie man die. Also es kann doch nicht sein, dass man diese Teile erst im Late Game. Das kann doch nicht sein.
Ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass man diese Teile nirgendwo craften kann. Wir wissen es wahrscheinlich nur nicht. Dann hast du jetzt 5 Minuten Zeit zu googeln. Wenn ich zurückkomme, machen wir hier Kahlschlag. Let's go. Was? Hallo? Ich bin hier mit der Google, Alter, was? Oh Gott. Mit dem Pass am Rückweg. Hä, das war, willst du mich verarschen? Nein, war ein Scherz, ich bin gerade so gekommen. So. Ja, Locker macht hier immer, was sie will. Das nervt. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, ich wollte was vorbereiten. Stimmt. Nee, nicht bei dir hier. Warte mal. Kann ich das bei dir hier vorbereiten? Wir müssen eine Stadt gründen, dann haben wir mehr Landclaims. Eine Stadt gründen? Ja. Eine Stadt hat 10 Landclaims pro Bewohner. Also hätten wir 20 Landclaims. Okay, wo gründet man eine Stadt? Und wenn man das dann weiter ausbaut, halt, kriegt man halt noch mehr. Ich habe eine ganz miese Befürchtung, wo man das macht. Warte. Amtsverwaltung. Moment. Amtsverwaltung? Wenn du jetzt sagst Amtsverwaltung, dann deinstalliere ich heute noch Eco. Ich möchte mich zu dieser Stadt nicht äußern. Ist es die Amtsverwaltung? Tani, ist es. Ist es die Amtsverwaltung? Tani, du musst es ganz stark. Amtsverwaltung? Tani, ist das Problem ist was ganz anderes. Das Problem ist was ganz anderes. Wir brauchen 3 Leute. Hey, dann ist es jetzt allein oder zu zweit gar nicht mehr spielbar. Das ist ja Quatsch. Hier steht, um eine Stadt zu gründen, braucht man mindestens 3 Personen. Und man braucht eine Town Hall, also eine Stadthalle, eine. Keine Ahnung. Warte mal, die habe ich doch irgendwo sogar. Die Town Hall hatte ich sogar irgendwo gecraftet. Okay, warte mal, das heißt, es muss aber anders gehen auch. Jetzt würde ich das gerne mal wissen, ob du da trotzdem Zeug benutzen kannst, wenn du halt. Wenn das nicht dein Gebiet ist, das überhaupt noch nützt, also ob wir das überhaupt brauchen, weil wir nur zu zweit sind. Das würde mich interessieren. Dieses Settlement-System ist übrigens gemacht für Server mit so 30 Spielern. Jo, geil. Das ist wie das ganze andere Rest des Spiels ist dafür gemacht. Weil das sehr weird ist. Landwirtschaftstechnik. Nee, war hier nicht mal irgendwo Settlement-Crafting-Table? Shop Name, nee. Hier war doch mal irgendwo. Wo war das? Ich hab das doch irgendwo gesehen. Ich hatte das doch oben. Kannst du das mal, ich hab das oben in der Kiste. Warte mal, ich hab das da oben in der Kiste. Dann komme ich mal gerade zu dir, dann können wir uns diesen Government-Tisch mal angucken. Vielleicht können wir da auch zu zweit was machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den überhaupt habe. Eigentlich habe ich den. Ey, das ist natürlich jetzt belastend, Ich hab das Registrar. Das ist sehr belastend. Den Government-Tisch. Hey, ich hätte schwören, dass ich den habe. Oder konntest du den eben da irgendwie bauen, oder? Also, Town Hall heißt das auf Englisch. Ja, ja, das Town Hall hatte ich, dachte ich. Irgendwo fliegt das Ding rum. Aber ich weiß partout nicht mehr, wo. Ich hab das Planungs- und Baubüro. Ich hab die Amtsverwaltung. Town Hall, Hauptamt. Einwohnermeldeamt. Nee. Einwanderungsbehörde. Die Amtsverwaltung müsste es doch sein, das ganz erste, oder nicht? Nee, das macht aber auch keinen Sinn. Ich weiß nicht, es hört sich jetzt irgendwie nicht so an, ne? Also. Einwohnermeldeamt. Warte mal. Einwohnermeldeamt ermöglicht die Erstellung von Bevölkerungsgruppen, welche automatisch Gruppen von Bürgern erstellt, basierend auf gegebenen Kriterien. Ah, okay. 3-Klassengesellschaft, wupp, wupp. Einwanderungsbestimmungen und Entscheidungen müssen vor der Genehmigung der Einwanderungsbehörde geprüft werden. Dieses Spiel. Tisch der Verfassung. Verfassungsänderung. Nee, das ist es nicht. Wahlurne ist es auch nicht. Hauptamt. Ist es das Hauptamt? Gewählte Amtsträger können hier einmalig Regierungsanordnungen durchführen. Achso, nee, das ist es auch nicht. Oh, ich hätte schwören, ich habe das aber irgendwie sowas mal irgendwo gesehen. Warte mal.
Grundbesitztisch. Hey, Grundbesitztisch! Ein Ort zur Verwaltung des Verkauf und der Übertragung von Besitzurkunden und Eigentum. Das ist es doch. Das oder nicht? Klingt richtig. Warte, Leinenstoff. Eingelagert, ja. Falls du das andere irgendwie haben solltest, könnte ich dir ja Kerzen machen. Cool. Habe ich hier, kannst du herkommen und es dir holen. Du bist schon hier, oder? Hi. Hi. Wie bist du? Ich bin der Kerzenmacher von dem Mann. Aha. Cool. Also, mega Begeisterung. Warte mal, ich muss kurz wegen dem Leinenstoff gucken. Hier, wenn Sie hier diese Kiste hier hinter der Wand. Da muss ich hier gucken, ne? Lol. Hä, was hab ich denn hier? Leinenstoff. Leinenstoff brauche ich, Leinengarn. Oh mein Gott. Ich habe Sachen in meinen Rucksack bekommen, als ich eben dieses Ding gebaut habe. Ich habe ein Outpost Claim und 5x Claim Paper bekommen. Oh, das ist das. Das habe ich was, eben bekommen. Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich habe diesen Baumpfosten gebaut. Wow, ich will auch sowas haben. Hier, Leinengarn. Dafür brauche ich Flachsfasern. Ja, das ist das, was bei uns nicht wächst momentan. Das heißt, da muss ich gucken. Das muss ich mir spawnen. Was hiervon ist denn Talg? Talg brauchst du auch noch. Ich dachte, du brauchst die Fäden. Nee. Talg musst du mal bei den Essensdingern gucken, vorne in der Küche. Ich stelle mir das hier schon mal ein. So. Dann kann das schon mal, wenn ich das habe, dann kann das schon mal loslegen. Warte mal, du hast den Baupfosten gemacht und hast die Dinger bekommen. Also... Oh. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, woher ich das sonst Du hast für uns das Fischerding gemacht, ne? Die Werft. Hast du da das schon im Inventar? Hast du da mal reingeguckt? Ich würde jetzt sagen nein, aber ich kann es nicht mit 100% Sicherheit sagen. Hä, wo ist denn Talg hier? Ich kaufte mir auch mal so einen Pfosten. Ich glaube nicht, dass das der ist. Wo ist denn mein Beanspruchungsurkunde? Was ist doch nichts in der Zwischenzeit passiert, oder doch irgendwie? Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde dein Talg gerade irgendwie nicht. Müsste da irgendwo mit drin rumfliegen. Oh. Hä? Hier, komm mal in die Kiste hier. Direkt in der hier, in der mittleren. Ah, hier, war das Talg? Doch, das war doch Talg, oder? Was ich brauche. Da ist Talg, ja. Achso, du brauchst Talg. Ja, oh, ich hoffe, ich erinnere mich richtig. So. Genau, das hier ist alles grün. Das ist alles beansprucht. Ich guck mal gerade, ob das Talg war. Unbeanspruchtes Grundstück. Hat bereits das aktuelle Maximum von 0 Parzellen. Add more Claim Papers. Ja, ich brauche mehr Claim Papers. Aber warte mal, wieso kann ich das dann hier nicht setzen? Das macht doch gar keinen Sinn dann. Ich habe noch keine Claim Papers bekommen. Also, ich krieg keine. Nee, du hast irgendwas anderes gemacht, damit du die bekommst. Warte mal. Oder weil ich diese Bücher gemacht habe? Wahrscheinlich, weil du die Bücher gemacht hast. Aber ich habe ja auch Bücher gemacht und ich habe die nicht bekommen. Das ist so weird. Wie krieg ich mehr davon? Na gut, nee, Hauptsache, du hast ja jetzt welche. Jetzt kann man ja bei dir, jetzt geht's ja. Darum ging es ja gerade die ganze Zeit nur. Ist jetzt egal, was ich jetzt hier habe. So, vollkommen egal. So. Reichen dir 20 Teiglappen erstmal? Ja, das sollte erstmal reichen. So. Let's go. Let's go. Warte mal, wenn ich das Gebietsbeanspruchungsding mitnehme, sehe ich deine Beanspruchung? Dein Hoheitsgebiet? Warte, ich probiere es mal. Dann kann ich ja, die Frage ich ist, muss dann ich da oben dann einen Post machen? Weil wenn ich jetzt 5 Dinger verbrate, komme ich doch nicht mehr bis da oben hin. Nee, warte mal. Wir machen das hier unten. Das ist momentan ja zu risky und zu rar alles. Wir machen das im Umswitch. Aber ich kann das nicht. Ich sehe das, jetzt sehe ich das. Da muss ich dieses Ausposting setzen, oder? Nee, du sollst es hier unten ransetzen. Mach das hier ran. Claim am besten hier nach hinten. Hier, das hier noch. Wie viel hast du? 5. Das heißt, würde ich die zwei hier vielleicht noch claim erstmal. Okay, Ich claime?
Also das, wo ich gerade draufstehe hier, ne? Das ist direkt angrenzend. Ist nichts passiert? Club Stadt. Hä? Okay. Ich habe das Maximum von 0 erreicht. Hier steht die ganze Zeit, ich habe das aktuelle Maximum von 0 Parzellen erreicht. Hä? Ja, weil wahrscheinlich nicht eingetragen sind. Das ist so complicated jetzt gemacht. Also, ich darf die nicht hier benutzen, weil ich nicht... Weil ich darf 0 haben insgesamt. Ja, irgendwie müssten wir quasi jetzt erstmal irgendwie quasi bürgermäßig eintragen. Ja, du bist ein Bürger, du darfst jetzt so und so viele Parzellen haben. Also brauchen wir dieses Einwohnermeldeamt-Gedöns oder was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich, also es wird, also Eco wird irgendwie gerade zu complicated. Das ist so, ich kann es nicht sagen, was wir brauchen. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich sag, wir brauchen das Einwohnermeldeamt-Ding. Damit wir Bürger werden und dann können wir halt auch die Sachen setzen und halt auch erst bauen. Die Sache ist, du brauchst so oder so, um damit manche Sachen jetzt hier noch funktionieren, so oder so erstmal auch ein besseres Haus. Auch für dich, für die Lebensqualität, dann kriegst du auch mehr EXP. Darum machen wir jetzt erstmal Folgendes. So. Ja, das bringt ja nichts, wenn es nicht mir gehört. Ja doch, das hier vorne, das gehört ja dir. Das, was beansprucht ist, bleibt ja auch deine. So. Ja, aber auch, scheinbar gehört es ja nicht mir, weil ich kriege ja keine Punkte. Wie, keine Punkte? Ja, weil das scheiße ist, das gibt keine Punkte. Guck dir das doch mal an. Wow. Guck doch mal. Du kannst nicht mal. Ja, guck mal, kann ja wissen, wie ein Punkt bekommen oder so. Guck mal, wenn ich hüpfe. Du hast vorhin selber gesagt, guck mal, du kannst nicht mal hüpfen. Ich stöße mir den Kopf an. Das ist wie so eine Gartenlaube. Ey. Die ist klein, die muss funktionell sein. Aber das ist ja, du hast ja so gebaut, funktionell. Ist ja okay. Ja, hier werden gerade. Aber das wird für Punkte. Ja, Punkte gibt's da aber nicht für. Wir gehen die Title-Up nicht weiter, Tani. Ja, warum wohl? Was ist hier los? Hallo? Hä, ist das Speicher voll? Das hat man selber gesagt. Oh, das Ding hat keinen Kraftstoff mehr, oder was? Oh, dann hast du Kraftstoff. Nee, hä? Ist doch... Was ist das Problem? Hä? Ich hätte eine Idee, wie wir das bauen könnten. Es wird halt ein Hochhaus-Style, aber das krieg ich hin. Willst du? Wieso geht das nicht weiter? Ich meine, jetzt gerade ist das ja auch größer als das, was du beansprucht hast. Oh lol, wo speichert der das hin? Es ist ja alles so größer, als du beansprucht hast. Und es zählt trotzdem. Also sollten wir da ein bisschen kreativer sein können mit. Ach, das wollte ich nicht. Hat der das denn jetzt hingeworfen? Ich habe eine Idee. Warte mal, bis wohin geht denn das hier? Okay, das müsste dann weg. Aber das ist ja nicht das Problem. Und du hast das innen drin, hast eins mehr, weil du halt dort ein Gebiet mehr beansprucht hast einfach. Das gehört halt dir. Das dort drinne. Das hast du anscheinend beansprucht mal mit. Muss ich jetzt jede von diesen scheiß Teilklappen einzeln bauen? Wo gehen die denn hin? Ja, irgendwo gehen die hin. Ist hier den Talg? Blumte, wo ist denn... Was passiert denn hier? Wo geht die denn hin? Hä? Hier gehen sie nicht hin. Ich dachte schon, die gehen das hier hinten, aber nee. Hä? Nicht im Besitz, in einem Besitz ist. Ich check nicht, wo die Talglappen hingehen. Oder gehen jetzt doch bei mir ins Inventar? Nee. Weiß ich nicht. Möglich? Nein, gehen sie nicht. Ich sehe sie aber auch nirgendwo. Hä? Ich klicke die ganze Zeit auf Einsammeln, aber ich bekomme die nicht. Nur ich sehe es halt nicht, ne? Doch, ich sehe es. Hä? Das geht doch nicht. Das muss ja erstmal durchgelaufen sein. Du kannst das nicht rausnehmen jetzt, Randall. Das muss erst komplett fertig sein, dann kriegst du die erst. Hier steht aber immer, das hört halt auf, ich muss auf Einsammeln klicken, sodass ich eine einsammle. Du hast dem Ofen keine Berechtigung gegeben. Sag dir mal, der kann das irgendwo reinlagern. Warte mal, ich habe hier auf dem Slot zwei Stück von einem schwarzen Nicht-Symbol. Ich glaube, das sind die Teiglampen. Die sind bei mir. Nein, warte mal, du hast das nicht, der hat nichts, wo er es ausgeben kann. Du hast nirgendwo erlaubt, dass er es irgendwo reinschmeißen darf. Natürlich, du hast recht. Hier Speicher. Habe ich doch überall hier. Ja, das ist aber alles grau. Der kann das nirgends rausgeben. Nein, bei mir nicht.
Bei mir ist hier nichts grau. Okay. Ich habe hier alles aktiviert. Hier, gehen. Lagerfeuer kann ich auch. Ich habe hier auch, das ist doch hier... Was ist denn das hier? Okay. Ja, doch. Doch, das waren sie. Das Teiglampen, zwei Stück. Das war der Glitch hier. Okay, weird. Okay, das ist weird. Okay, jetzt weiß er ja, wo es hin tun kann, denke ich mal. Jetzt habe ich die ja da reingetan. Wenn es jetzt nicht mehr anhält, sollte es laufen, ja. Ja, deine Teiglampen kommen. Cool. Ja, warte, sind sie nicht unten. Warte mal, 14 plus 2 sind nicht 20. Okay. Also guck mal. Oh nein. Ja doch. Du brauchst auch die EXP-Bonusse vom Haus. Die Sache ist, wir wissen gerade noch nicht, wie das mit den Dingern geht. Also müssen wir das nehmen, was da ist, von der Fläche her, was du beansprucht hast. Ja. Aber das Gute ist ja, dein Haus ist ja auch größer als das, was du beansprucht hast, und es geht trotzdem auch das, was nicht in deinem Gebiet steht. Ja. Das heißt, im Prinzip muss nur das, wo, also der Anfangsstein muss quasi in dem Gebiet sein. Wir haben zwar nur eine kleine Fläche hier drin, aber wir können ja hochbauen. Und ja, deine Lager können trotzdem außen dran sein. Du kommst quasi unten rein und kannst, da können wir quasi so eine kleine Verarbeitungsecke machen. Ja, verstehe, ja. Und die nächsten Etagen sind dann auch für dich so ein bisschen eher, und je nachdem, was du dann noch findest und kriegst, kann man das noch verändern. Heißt, ich habe da hinten, hinter dir, wenn du deine Augen hinter dich richtest, habe ich ein Lager hingesetzt. Ja, das Lager sehe ich. Mhm. Du reißt alles ab, was innerhalb des Gebietes ist, von den Erddingern. Und packst das da hinten rein. Wie alles? Wie? Naja, hier zum Beispiel die Sachen hier, die hier, das hier, die Karren weg. Und dann können wir hier anfangen. Und das Haus muss halt ein Stück weg. Und hier das Zelt muss woanders hin. Das, ja, das kann ich auch, und dann gerade. Das Lager. Woanders hinstellen einfach. Ja, ja, natürlich. Das kannst du woanders da hinten hinstellen eine Weile mit oder so. Das muss halt erstmal raus aus dem Gebiet. Dann kann man dir am nächsten ein Haus bauen, dass schon mal alles funktioniert besser, und auch wenn du jetzt noch neue Sachen hinbaust, dass es halt funktioniert. Und dass du Punkte vor allen kriegst für dein Haus. Das wäre halt schon wichtig. Ja, schon so ein bisschen, ne? Mhm. Gut. Ich ziehe jetzt schon mal hier so was. Und das Fundament machen. Obwohl, die Folge ist zu Ende, ne? Eigentlich ist die Folge zu Ende. Moment, hier ist Grenze? Der blockt, oder ist die eine Grenze da, ja. Im Haus hast du aber nochmal was beansprucht, dass es nach hinten geht. Das heißt, da drin geht es über Eck. Ja, hier quasi. Werden aber gerade noch die Teiglampen produziert. Hier wird dran noch gearbeitet. Ja, ist okay. Das heißt, ich darf jetzt gerade nichts abreißen. Naja, ist okay. Aber wenn ich raus Zelt abreiße, ist doch eh alles... Ach, scheiße, ey. Vielleicht resettet sich das dann. Ich habe meins gar nicht mehr. Meins ist auch schon lange weg. Sehe ich von hier aus denn das andere Lager da hinten? Nee, sehe ich leider nicht. Nee, leider nicht. Das ist ein Stück zu weit weg, aber ich wollte halt ein bisschen Platz haben. Darum habe ich es da erstmal weggetan. Ich sehe nur den Schmelzofen von hier aus. Das ist ja... Oder tust dir einfach einen Karren ranziehen und dann... Du kannst ja mal die hier draußen wegmachen, die Sachen. Dann kannst du mit dem Karren hinfahren. Dann geht das ein bisschen besser. Ja. Ich müsste auch noch einiges haben eigentlich. Für den Hausbau. Kann ich das Ding gerade irgendwie hier hinstellen, oder? Oder ist der Asteroid? Ich lege in 83 Tagen ein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Was ist denn hier jetzt drin? Ach, Erde, Alter. Ja, da ist Erde drin. Ich muss dir gerade erstmal irgendwo hinkarren hier. Du brauchst ja erstmal einen Boden. Einen schönen, soliden Boden. So. Ich überlege, ob ich dir noch eins draußen mache dann. Da drinnen ist ja die Innenkante. Das heißt, wir können ruhig dir
Zu welchem Stoge ist der jetzt verknüpft? Welcher, der da hinten? Oder welche meinst du? Hä? Wo ist denn das? Okay. Lager groß, das ist ja deins. Das ist dein Holzkarren? Hier ist noch irgendwie ein Storage verknüpft. Das sind alles nicht meine, das sind alles Ach, deine das Karren. Ist der eigene Storage vom Holzkarren. Ich bin unten. Oh, ich glaube, heute ist es schwierig. Wollen wir erstmal die Folge beenden? Die ist nämlich schon bei 40 Minuten. Ja, ist besser so. Ist besser so. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.